Ich erzähle heute was über den Raumzeitlabor-Incubator. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal im Wiki schon mal was gesehen hat zu. Es geht so ein bisschen darum, dass wir alle wahrscheinlich einen Haufen Ideen haben, die wir irgendwie irgendwann mal gerne umsetzen wollen, aber es halt an irgendwas mangelt. Sei es Zeit, sei es Know-how, sei es Leute, die irgendwie damit dran arbeiten, sei es Geld, sei es was auch immer euch einfallen kann. Und meistens, oder mir passiert so oft, dass ich eine Idee habe und sie einfach direkt wieder vergesse. Und da fände ich es halt cool, wenn es irgendwie was gibt, wo ich Dinge reinschieben kann und sagen kann, hey, guck mal, das war meine Idee, wenn ihr Bock habt, macht doch mit. Oder vielleicht denkt ihr irgendwann anders, hey, das wollte ich auch schon mal machen oder das habe ich schon mal gemacht und möchte da vielleicht weiter dran arbeiten, also Geschichten. Und dafür gibt es diesen, oder habe ich mir dieses Konzept des Incubators ausgedacht, was momentan halt eigentlich nicht viel mehr als eigentlich eine Wiki-Seite ist. Und der Begriff kommt daher, also Incubator ist eigentlich sowas, was es gerade in Amerika ziemlich oft gibt für Startups, um die halt mit Fachleuten, mit Finanzierung und so Geschichten zu versorgen. Und genau das Gleiche wäre halt cool, wenn wir es hier hinkriegen für Ideen. Also wenn irgendwer eine Idee hat, geht er dahin, schmeißt sie in diesen Incubator rein, also da ist eine Tabelle, wo man sagen kann, okay, das ist meine Idee. Und im Idealfall könnte man sowas machen, wie man macht jede Woche einen Vortrag, wo irgendwie sowas vorgestellt wird oder 3-4 Ideen vorgestellt werden oder schickt einmal die Woche eine Mail über die Liste. Um halt Leute irgendwie für so Ideen zu motivieren und vielleicht auch, ich sag mal, Know-how an die richtigen Leute zu bringen. Also Geschichten. Und ja, zum Thema Finanzierung, da haben Silscha und ich uns noch was ausgedacht. Da erhalten wir vermutlich nächste Woche nochmal einen Vortrag drüber. Aber das ist so im Großen und Ganzen das Konzept dahinter. Und ja, also wenn ihr irgendwie Anregungen oder Fragen oder irgendwie ja noch weitere Ideen habt, dann würde ich mich darüber freuen. In Wiki. Die Wiki-Seite heißt einfach nur Incubator. Da sind momentan, ich glaube, 4 oder 5 Ideen drauf. 2 davon, die ich einfach mal hat, 6 sind sogar. Wow. Also 2 davon, oder, ja doch, 2 davon sind Ideen, die ich hatte, wo ich aber de facto keine Zeit zu habe momentan. Dann habe ich mal was dazu gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die Mail mitgekriegt habt. Vor 1-2 Wochen hatte Hannes eine Idee mit einem USB-Switch. Also dass ich sozusagen ein Device habe, über das ich andere USB-Devices an- und ausschalten kann. Also sei es jetzt zum Beispiel ein USB-LED oder so, dass ich irgendwas habe, was ich zwischen die USB-LED und meinen Laptop steckt und irgendwie das Ding halt drüber an- oder ausmachen kann. Und da gibt es halt auch so den ersten Prototypen mittlerweile dazu. Also es gibt ein paar Ideen jetzt halt auch schon. Sonst noch mehr? Dann war es das von mir.